Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, schon wieder wollen Sie die Bürger täuschen, indem Sie in ein zustimmungsfähiges Gesetz, nämlich das Fluthilfegesetz, schikanöse, grundrechtsfeindliche Änderungen des Infektionsschutzgesetzes einfügen. Wie schon in anderen Fällen, zum Beispiel beim Gesetz zur Verbesserung des Schutzes von Gerichtsvollziehern, Mai 21, das Gesetz zur Vereinfachung des Stiftungsrechts, Juli 21, das gleiche Spiel. Die Oppositionsparteien sollen durch diese Verknüpfungen von ganz unterschiedlichen Sachfragen gezwungen werden, Dinge anzunehmen, meine Damen und Herren, die die Oppositionsparteien gar nicht annehmen wollen. Das ist das Ziel, was sie hier uns auftragen. Diese unlautere Weise der Koalition ist nun schon parlamentarische Übung geworden, muss ich leider sagen. Dazu kommt, dass Änderungsanträge der Koalition kurzfristig mittels eilends einberufener Ausschuss-Sondersitzungen eingebracht werden, sodass sie nicht ausgewertet und beraten werden können. Dieses widerspricht parlamentarischen Gepflogenheiten. So zum Beispiel die letzte Sitzung des Ausschusses für Gesundheit am 2.9., wobei den Oppositionsfraktionen eine öffentliche Anhörung nach wie vor verweigert wird. Zu den hier geplanten Änderungen im Infektionsschutzgesetz im Einzelnen ist zu sagen, der § 28 Absatz 1 bei der Feststellung der epidemischen Lage ist jetzt über die Maskenpflicht hinaus die Verpflichtung zur Vorlage eines Impf-, Genesen- oder Testnachweises für bestimmte Inanspruchnahme von Grundrechten notwendig, also die Einführung der sogenannten 3G-Regel. Meine Damen und Herren, es wird immer schlimmer in diesem Lande. Die Abkehr in Absatz 3 von den Inzidenzwerten als alleiniger Maßstab und Einbeziehung von Versorgungskapazitäten bei der Beurteilung der Situation ist sinnvoll und entspricht den Forderungen der AfD. Aber jetzt kommt es, meine Damen und Herren. In Absatz 7 kommt dann eine sehr bedenkliche Änderung, wurde schon angedeutet. Hier wird nach Ende der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite die Formulierung dahingehend geändert, dass für die Bundesländer die Schwelle für Corona-Maßnahmen herabgesetzt wird. Ehemals musste sich die Krankheit ausbreiten. Jetzt genügt schon die konkrete Gefahr einer Ausbreitung. Das ist ein Einfalltor für subjektiv festgelegte Grundrechtseinschränkungen, die jeder nach Belieben für sich verwenden kann, meine Damen und Herren. Eine weiter bedenkliche Änderung im § 36 Infektionsschutzgesetz ermöglicht den Arbeitgebern bestimmter Berufsgruppen, Arbeitnehmer nach ihrem Impfstatus zu befragen und entsprechend zu handeln. Hat natürlich für Arbeitgeber eine wunderbare Möglichkeit, auch mal unliebsame auf andere Stellen innerhalb des Unternehmens oder ganz hinauszuwerfen. Auch wenn es zurzeit nur bestimmte Berufsgruppen betrifft, meine Damen und Herren, sagen wir, wäre den Anfängen, so auch zahlreiche Bürgerschreiben, die haben Sie bestimmt auch bekommen, Bedenken vom Deutschen Gewerkschaftsbund und dem Datenschützer Ulrich Kleber, die auch hier wirklich große Bedenken äußern. Die Verschärfungen bei der Einreise nach Absatz 10, die 3G-Regelung für Bürger aus dem Schengen-Raum, die Sie auch eingeführt haben, ist in dieser Form nicht nachvollziehbar, da ja alle europäischen Staaten ähnliche Corona-Maßnahmen vornehmen. Und jetzt Ihre Aussage, meine Damen und Herren, die Freiwilligkeit der Entscheidung über die Inanspruchnahme von Impfschutz bleibt unberührt, ist in unserer Sicht eine leere Worthülse, spricht Hohn im Zusammenhang mit Grundrechtseinschränkungen, denen Ungeimpfte unterworfen sind. Dies ist einem demokratischen Staat unwürdig. Recht vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Stefan Stracke für die CDU-CSU-Fraktion.